Freunde, was geht ab? Grüße hier aus Berlin. Wir haben 12 Uhr nachts, kurz vor 1 mittlerweile. Alter, Halleluja. Wir haben uns was ziemlich Dummes überlegt. Wir waren gerade auf einer Veranstaltung hier und wurden in ein 5-Sterne-Hotel, ja, in ein richtiges edles Luxushaus eingebucht, ja. Wir haben uns gedacht, ey, wir beide in so einem Haus. Wir müssen uns was überlegen. Damals als Kind haben wir ganz oft Verstecken gespielt oder Versteckfang. Oh. Versteckfang. Fang dich jetzt. Wir müssen bald wieder aufstehen. In 5 Stunden. Lass mal die Nacht durchmachen, Dicker. Wir haben uns gesagt, ey, wir machen jetzt trotzdem noch ein geiles Video und wir hatten eine richtig dumme, spontane Idee. Freunde, wir werden in diesem 10 Quadratmeter Zimmer jetzt ein paar Ründchen Verstecken spielen. Das wird jetzt echt lustig, das wird kreativ. Ich mache da quasi das Chamäleon. Ich stelle mich einfach irgendwo hin und tue so, als wäre ich die Wand. Ich bin die Wand. Schreibt doch mal in die Kommentare, wo wir uns überall mal verstecken sollen, ja? Ladies first, Roman, du darfst zuerst suchen. Nein, das ist mein Zimmer. Gut. Nee, nochmal rein, bis drei. Nein, bis eins, haben wir gerade gesagt. Okay. Oh. Wir haben wieder beweist, was geht. Freunde, das hier ist übrigens das Zimmer. Ah! Alter, du bist so dumm im Kopf. Hier ist so ein Fernseher, so ein Tisch. Bett. Ein Bett. Hier ist das Bad. So, Roman, 30 Sekunden ab. Jetzt. Alter, Roman, wo bist du? Ah! Ah, bist du bescheuert, Mann! Ah! Ey. Mann, du hast mich richtig an den Kopf Wo soll ich denn wissen, dass du da bist? Versteckt oder nicht, ich komme. Hab dich! Alter, was machst du denn? Alter, Heiko, das war das dümmste Versteck, Digga, das ist richtig dumm, ich seh dich doch sofort. Was ist das denn? Und du bist mein Bruder? Das war wirklich, das war doch, ich hab dich gehört, Junge. Wow. Wo bist du? Ha? Roman, hallo? Roman! Wo bist du? Bist du unter Bett? Hallo! Ey, Digga! Voll kreativ, wie bist du da reingekommen? Hab dich. Ah, das war bis jetzt das beste Versteck. Ja, Digga, wir hatten auch erst 3 Verstecke. Das war auf jeden Fall ein gutes Versteck. Musst du erstmal toppen. Komm. 30 Sekunden. Ab jetzt. Wir sind so laut, scheiße, Mann. Ich glaube, wir haben ja alle aufgeweckt. So, wo ist der? Du hast dich da rausgestellt ans Fenster, Digga! Ja, Roman, sowas ist kreativ, weißt du? Alter, was geht? Ja, das will ich auch mal machen, Alter. Das ist. An alle, die jetzt denken, yo, der Heikos Lebensmüde, Freunde, hier. Bist du auch, Digga? Hier ist noch eine Scheibe, das sind Doppelscheiben, das bedeutet, man kann dazwischen gehen. So, Roman, 30 Sekunden, bist du bereit? Los geht's. Ab jetzt. Ich komme. Alter. Was geht denn jetzt ab? Warum sind alle Schränke auf? Freunde, irgendwas ist hier falsch. Wieso zur Hölle? Fließt hier Wasser? Alter, Roman, das ist Wasserverschwendung. Freunde, wo zur Hölle ist mein Bruder? Alter, Freunde, was hat denn Roman hier gemacht? Hier sieht's ja fast so aus wie in seinem Zimmer. Also zu Hause. Alter, du bist so eklig, Alter.
Hey, stört euch mal nicht, du bist so eklig, Alter. Alter. Dum, 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 dum. Leute, da ist was passiert. Da war gerade noch das Licht an und das Licht ist jetzt hier aus. Junge! Alter! Alter! Alter, was passt denn? Was ist denn das für eine schwache Leistung? War so eine richtige Nullstelle. Weißt du? Wie bei der Funktion, wenn man die Nullstelle berechnet. So, Leute, jetzt kommt die finale Runde. Jeder hat noch genau eine Chance. Los geht's. Freunde, schreibt doch mal in die Kommentare, wer sich eurer Meinung nach besser versteckt hat. Mein Bruder oder ich. Würde uns mal interessieren. Versteckt oder nicht? Ich komme. Roman. Roman. Herr Lochmann, Bruderherz. Alter, und das soll deine finale Runde sein? Hä? Wie hast du mich erkannt? Wie hast du das erkannt, Dicker? Alter, denkst du wirklich, da ist so ein fucking Regenschirm oben rechts im Eck? Ich fand mein Versteck richtig geil, ja? So, Heiko, ich wünsche dir ganz viel Glück für die letzte finale Runde. Es gibt nochmal alles, ja? Eine Minute. Gib nochmal alles, Junge. Eine Minute. Versteckt oder nicht, ich komme. Könnt ihr hier irgendwo Heiko sehen, Leute? Heiko, der ist doch 100% hier im Bad, Alter. Alter, das kann doch nicht sein. Der nennt es doch nicht verstecken, sondern erschrecken. Erschreckfang, Leute. Die neue Sportart. Pff, was war das denn, Alter? Guckt euch doch bitte mal dieses Hotelzimmer an. Komplett zerstört. Warum haben wir das eigentlich bei dir im Zimmer und nicht bei mir gedreht? Das ist eine gute Frage, Heiko. Egal, ich habe aber leider nichts dagegen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn wir sowas spontan nochmal machen sollen. Außerdem geht es jetzt hier zu Lochi vs. Lochi. Extrem. Das müsst ihr euch angucken. Samstag um 16 Uhr kommt ein Video, das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Und Leute, no way. Wir sehen uns dann am Samstag. Adios, amigos. Adios, bis zum nächsten Mal.